Alter, wo zieht er denn hin diesmal? Soweit, so gut. Guck nochmal bitte. Danke. Kannst du ruhig nochmal machen? Jupp, der hat sich selbst gesprengt. Fehlt noch der letzte. Los geht's. Wenn nicht nochmal Nachschub kommt. Oder ist der mit hochgesprengt worden? Ah, der ist mitgesprengt worden. Sehr schön. Ach nee, der ist doch nicht mitgesprengt worden. Doch nicht sehr schön. Aber weg ist er trotzdem. So, einer von euch jetzt M4, jawohl, der hatte... Wozu ist der Gang hier oben? War das nur ein anderer Alternativweg, den man hätte nehmen können, oder... Ist hier was versteckt? Ne, sah nach Alternativweg aus. Falls man nicht die Offensive nimmt wie wir. Allerdings hat der noch eine M4, die nehmen wir natürlich auch mit. Was hattest du? Schrotpistole. Nö, brauchen wir alles nicht. Gut. Dann sieht so aus, als würden wir in das nächste große Gebiet kommen. Komm schon, mir nach. Ach, wir sind wieder hier. Nur jetzt von woanders. Na, dann gehen wir mal da lang. Da oben. Da halten sie bestimmt Schäfer fest. Ach, Mist. Runter! Ja, so einfach gewesen, ne? Oh mein Gott, ich erinnere mich. Wiedervereinigung. Das war auch ein Scheißraum, weil die, wenn man sie nicht schnell genug erledigt, halt nicht umzingeln können, weil die wirklich einmal im Kreis rennen können hier. Überall. Man sollte sich jetzt irgendwie jede Position suchen und aufpassen, dass von da drüben keiner um dich rumrennt. Ah, fuck! Ich habe Kreis gedrückt wie ein Bekloppter, aber der ging nicht aus der Deckung raus und dann lag natürlich eine Granate genau auf seinem Kopf drauf. Was interessiert den wohl nicht? So, die Munition ist gut, aber da vorne ist wieder eine sehr, sehr, sehr ungünstige Position, um sich dahin zu stellen. Verhindern, dass der hier durchkommt. Boah, wie die auch perfekt werfen, ne? Das ist unglaublich. Mann! Diese scheiß Granaten. Wenn die aus dem Spiel raus wären, die Schussphasen würden so viel interessanter werden, finde ich. Sind wir nämlich schon wieder tot? Ohne, dass wir auch nur auf einen Gegner geschossen haben. Ja, wir sind jetzt eh down. Ja, da kommt nämlich der Erste. Wir haben es nicht geschafft, die abzuwehren auf der anderen Seite. Wir haben es ja nicht mehr geschafft, mehr als einen zu töten. Das war der schlechteste Versuch, den man machen kann. So, schnell wieder weg hier. Und diesmal dahin. Nein, das ist eine scheiß Position, denn da können wir uns erwischen. Jetzt da drüben aufpassen, dass der gar nicht erst dahin kommt. Aufpassen, dass der gar nicht erst hier hochkommt. Elena wehrt da hinten ein bisschen ab. Jetzt kommt der voll Mongo. Jetzt müssen wir natürlich versuchen abzuwehren. Helm weg und tot. So. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Das hat er, der wirft eine Granate. Jetzt haben wir keine Luft mehr. Elena, geh aus dem Weg. Ich kann mich sonst nicht bewegen. Oh. Du zeig dich, damit du ja keine Granate mehr werfen kannst. Alle Weltmeister im Präzisionswurf sein. Ein Raketenwerfer-Typ. Den wir zum Glück recht schnell ausschalten können. Jetzt brauche ich erstmal Munition. Danke. Danke. So, neu positionieren. Und da hinten weg. Weg, habe ich gesagt.
Was das denn? Da versteckt sich nicht mehr. Die Musik ist immer noch gruselig. Oh! Deswegen. Der muss schnell weg! Schnell weg! Das gibt's doch nicht! Und plötzlich kann Drake nicht mehr laufen. Cool. So, selbe Spiel. Der weg. Dann geht dahinter auch noch weg. Dann verhindern, dass der da hinten rumkommt. Und dann den hier einfach mal rüberziehen. Warum auch nicht? Dann diesmal auf den eine Granate werfen. Leider nicht getroffen. Jetzt hat hier einer uns Munition genau vors Haus geliefert. Wie fühlt sich das an? Der ist weg. So, jetzt okay. Kommt da oben gleich der eine Raketenfuzzi, oder? Und dann müssen wir erst noch einen erledigen, bevor der Raketenfuzzi da oben kam. Wo schießt du denn hin? Ich weiß gar nicht, wo der ist, wenn du da jedes Mal gegen den Balken ballerst. Da, jetzt kam er. Das war der super Granatenwerfer und gleichzeitig Raketenschütze. Die schlimmste Kombi, die so ein Viech machen kann. Vor allem so ein Viech, ne? Aber egal. Erst eine Granate werfen und dann auf unseren einzigen Fluchtweg einen Raketenwerfer schießen. Dann war quasi so gut wie tot. Wir haben es eben irgendwie überlebt. Da oben ist er wieder. Der uns eben so Probleme bereitet hat. Kannst du da nochmal gucken? Du standst da eben eigentlich ganz gut. Hier haben auch keine Granate, die wir raufwerfen können. Können wir das erwischen? Vielleicht sogar erledigen. Sehr schön. Damit ist die One-Hit-Gefahr eigentlich schon mal gebannt. Der Raketenwerfer-Typ ist weg. Jetzt können wir da sogar eine Granate hochwerfen. Die anderen Vollidioten, die da noch stehen müssen. Hat sich nicht so angehört, als wenn wir den erwischt hätten. Kommen die diesmal nicht? Doch, jetzt kommen die. Ach, von da auch! Na sicher! Na sicher! Ich weiß echt nicht, wo man sich jetzt verstecken soll, weil die von beiden Seiten kommen. Okay, ich glaube, hier ist die beste Position, weil hier ist über uns Schutz. Soll den da nicht rankommen lassen? Na, da können wir nicht durchschießen, aber da kann er auch nicht durchschießen. So, die von da kamen, müssen eigentlich weg sein. Das heißt, ich sollte jetzt rennen können. Bis hierhin. Und dann den da hinten ausschalten. Und dann den da ausschalten. Und dann weiterrennen. Und hier verstecken. Dann den ausschalten. Okay, da oben ist doch noch einer. Der ist jetzt auch weg. Kopf auf den Kopf. Trifft doch den Kopf. Kein Helm mehr auf. Trifft doch den Kopf! Der muss nur weg! Wenn der weg ist, dann ist die schlimmste Gefahr gebannt. Nein! Nein! Yes! Meine Fresse, ey. Wie sagt der da hinten? Viele Schüsse, die er in den Kopf gekriegt hat, ne?
Musik ist ruhiger. Also erstmal keine Gefahr. Boah, das war aber jetzt wirklich Schlimmste vom Schlimmsten. Wenn jetzt nicht gleich mal wieder eine Entspannungsphase kommt, dann weiß ich auch nicht. Da sind sie! Okay, war wohl noch einer übrig. Mir egal. Jetzt ist er weg. Nicht, dass hier noch irgendwo einer übrig ist und dann mit dem Raketenwerfer aus 2 Metern Entfernung schießt. Ich glaube, hier oben ist keiner. Aber wir sind bei der Tür. Wie soll Schäfer sein? Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was Sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition? Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hate. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. Ja, viel Glück. Okay, dann müssen wir uns den Dolch wiederholen. Mal sehen, ob uns da was einfällt. Nein. Drake, das... Ja, das Brett. Da sehe ich doch was funkeln. Oh, bin gestorben. Wäre ich mal nicht zum Funkelnden gesprungen. Aber wie ich das eben richtig gesehen habe, kann man das auch vom Seil ausgreifen. Tatsächlich. Dann muss man da so gar nicht hin abspringen. Ich dachte, man könnte sich da oben eventuell festhalten. Aber das geht wohl nicht. Man muss sich das vom Seil ausschnappen. So, und dann... Uah. Hier nicht runterfallen. Da unten waren wir schon mal. Dann müssen wir den ganzen Weg nochmal neu machen. Okay, es gibt dann keinen Rückweg. Und warum zieht er die Waffe automatisch? Weil da hinten Gegner sind. Na super. Also doch keine Entspannungsphase. Ninja-Meister! Jetzt muss ich zu nahe... Oh Gott. Wir haben uns recht schnell geheilt. So schnell heilt man sich eigentlich nur, wenn kein Gegner mehr in der Nähe ist. Zumindest keiner, der dich gerade bemerkt hat. Deswegen können wir jetzt eigentlich direkt weitergehen. Haben wir auch getan. Hat auch funktioniert.
So, eigentlich wollte ich jetzt zwar nicht hin. Eigentlich wollte ich da weiter runter, aber so geht's auch. Oh. Hier drüben! Hi! Waren da nicht mehr drin? Ich dachte, da wären mehr drin gewesen. Dass ich die damals immer einen nach dem anderen abgeballert habe, als sie zur Treppe kamen. Aber das war vielleicht auch eine andere Situation. Zur Leiter natürlich. Geschafft. Nur wirklich geschafft ist das nicht. Warum können wir hier rein? Können wir durch die Tür? Nee. Bringt uns auch nichts, wenn wir hier hochklettern. Hier gibt es ja keinen Ausgang drin. Warum kann man hier rein? Einfach nur, damit es realistisch ist, dass der hier drin ist, hätte man aber auch die Tür, hä? Oder können wir da irgendwie... Na, da können wir irgendwie... Ach so. Ich hatte jetzt irgendwie, weil da rechts so ein Treppenabschnitt war, hatte ich jetzt irgendwie im Kopf, dass man da direkt hin muss. Aber so kommen wir natürlich auch auf den Treppenabschnitt da rechts. Wenn wir das überhaupt müssen. Ich glaube, wir müssen da sogar rüber, oder? Okay, können wir da hoch? Nein. Das heißt, wir müssen hier noch weiter. Verdammt, worauf schießen Sie? Stellung halten! Oh oh. Diese Viecher sind hier? Nein. Was zum Teufel war das? Augen offen halten! Okay, zum Glück konnten sie die Viecher schon mehr erledigen. Finde ich ja sogar schlimmer als die Gegner hier. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sie die erledigt haben. Gerufen, da ist der. Ja, hat er. Scheiße. Man weiß hier nie, wo Gegner mit Schrotflinten sein können. Weil die könnten jetzt, während ich hier kämpfe, jederzeit um die Ecke kommen. Ja, es könnten aber auch solche Leute hier jederzeit um die Ecke kommen. Und es könnten aber auch solche Leute hier jederzeit in die Ecke kommen. Ach du Scheiße. Machen wir den am besten gegen die. Am besten direkt abballern, bevor die schießen können, ne? Nein! Das war die Stelle und da kamen nicht nur zwei, sondern da kamen gleich drei. Oder gleich vier von den Spackos um die Ecke. Da gibt es für mich keine andere Möglichkeit als ein paar passierte Granaten. Und die haben jetzt keine normalen Schrotflinten mehr, sondern auch normale Waffen. Das ist echt heftig. Augen offen halten. Verdammt, nur einen erwischt. Oh, cool. Kopfschuss direkt. Das gefällt mir aber. Augen offen. Sehr schön, diesmal war zwei erledigt. Nein, nur einen, der steht wieder auf. Ja, genau, kriegt voll eine Granate ab, aber steht dann direkt wieder auf. Okay, hier oben bleiben kann man nicht einfach. Erst... Was hier einmal war, so. Wir haben leider nur noch eine Granate. Das ist irgendwie scheiße, weil die Typen... Ich habe echt keine Methode gegen die außer Granatenwürfe. Aber die haben die auf jeden Fall schon mal gut abbekommen. Aber mehr leider auch nicht. Einer ist weg. Oh, die haben auch Granaten. Das ist natürlich schön. Der war schon da oben. Na, super.
Alter, ich weiß echt nicht, was ich gegen die machen soll. Ich glaube, ich sollte es so versuchen wie eben. Augen offen halten! Hier bei denen keine Granaten verschwenden. Kommt schon der Erste. So, dass du ein bisschen verwirrt bist. Ja, sieht so aus, als wenn er ein bisschen verwirrt sei. Ich habe jetzt eine Mitte gegen die Dinger gefunden. Das heißt, die Dinger sind ja normale Menschen, aber... Ach, bist du. Das sind verdammt overpowerte Menschen. Wir müssen uns nur vorher richtig positionieren. Den weg. Oh geil, der hat uns auch schon gleich getroffen. Damit ist unser richtig positionieren eigentlich schon im Arsch. Weil wir jetzt ja schon fast tot sind. Scheiße, jetzt kommt er auch noch auf uns zu. Geil. So und so. Wie ist das? Weg! Geil. Das war jetzt irgendwie einfach. Die haben alle eine M4 gehabt. Damit können wir zumindest unsere Munition voll auffrischen. Die Monster haben wir brüllen gehört. Warum sind die hier? Was machen die hier? Da ist noch einer. Da habe ich zu spät hingeguckt, aber oh mein Gott. Ich erinnere noch, was wir für Probleme mit einem von diesen Viechern in der Höhle hatten. Und dann kamen die ja schon alle auf uns zu, aber die sind hier wohl bis zum Kloster mitgekommen. Sind die jetzt mitgekommen, weil die uns gefolgt sind, unserer Witterung? Geschafft. Oder wollen die verhindern, dass Jambala geöffnet wird? Oh, da vorne sehe ich schon wieder so einen vollgepanzerten Vollidioten. Oh nein, das sind diese Minigun-Typen. Fuck. Oh Mann. Das war der schlechteste Granatenwurf, den ich jemals gesehen habe. Das kannst du laut sagen, Drake. Oh Mann. Ja, das war's dann. Ich dachte eben, man könnte vielleicht irgendwie an denen vorbei, ohne dass die uns entdecken. Weil erledigen können wir die nicht. Aber damit hat sich das eigentlich auch erledigt. Hey, und das Fadenkreuz ist zwar auf ihn drauf, aber wir können ihn trotzdem nicht treffen. Ist das nicht cool? Fuck. Was war das denn jetzt für einer? Das wäre doch ein Granatenwerfer, oder nicht?
Ja, das war ein Granatenwerfer. Jetzt habe ich noch gesehen, wo der ist. Das war sogar ein Raketenwerfer. Okay. Wir müssen halt irgendeinen von diesen Raketenwerfern rankommen. Am besten sollten die uns hier oben nicht klettern sehen. Die haben uns hier klettern sehen. Der Raketenwerfer ist an die nicht rankommen. Alter Vater, wie halten die denn aus? Na also. Heldenhafte Musik, da ist noch so eine Minigun, damit können wir Minigun gegen Minigun, aber irgendwie sind die ein bisschen mehr, besser gepanzert als wir. Deswegen glaube ich, ich weiß schon, wer das gewinnen würde. So, und der letzte. Yes! Oh, na geil! Ich freue mich, wir bekommen noch mehr Gesellschaft. Wir sind wieder so voll gepanzerte Vollidioten, ne? Hey, geil, wir sind tot. Wir können nicht vor der Granate flüchten. Oh, hier ziemlich erwischt. Helm ist ab, er ist erledigt. Gut. Einer fehlt noch. Hey, der gepanzerte Spacko. Auch nicht der gepanzerte Spacko. Nur noch 9 Schuss, aber wir haben noch zum Glück noch einige Pistolenschüsse. Wo kommt der jetzt her? Da oben. Du bist erledigt. Ja, das ist das Problem, wenn man Granate werfen will, was? War es das jetzt endlich mal? Hört sich zumindest ein bisschen so nach an. Ich dachte eben, ja, 2 Minigun-Typen ist ja schon schlimm, aber noch machbar. Aber was dann da noch alles kam... Oh, leck mich, wir nehmen... Na, nee, wir können uns damit so langsam bewegen. Dann nehme ich die doch nicht mit, warum, weil sie andere Waffe hingeworfen? Die M4. Also so ganz ohne Waffe möchte ich jetzt ungern weitergehen. Nehmen wir die mal vorsichtshalber, wenn wir keine andere befinden. Ich will jetzt aber nicht mit der Schrot weiterlaufen. Hier sind überall Miniguns. Wahrscheinlich war das sogar eigentlich der Plan, dass man hier um die Viecher rum soll und sich hier so eine Minigun schnappen und dann Minigun gegen Minigun. Aber wir haben zum Glück einen Raketenwerfer gefunden. Mit dem wir die Viecher auch platt machen konnten. Da ist die M4 geflogen. Ja, ich weiß, wie es weitergeht. Ich suche nur gerade ein klein wenig Munition, um überhaupt überleben zu können. Aber man merkt schon, dass man sich so langsam dem Finale des Spiels nähert. Weil man holt jetzt als Spiel schon so die heftigsten Gegner raus, die man so hausholen kann. Diese Viecher sind hier und diese komischen Monster sind auch hier. Wir müssen jetzt, glaube ich, da hoch, ne? Wir müssen da zu dem Fenster, was die Typen aufgemacht haben. Das heißt, rein theoretisch waren wir hier gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt nochmal nach da oben kommen. Ah, wir müssen, ja, da. Wir müssen jetzt den Weg nehmen, den wir am Anfang schon genommen haben. Und ich dachte, der wäre so gewesen, dass man dann während des Kampfes vor den Viechern hier flüchten kann, aber so war das gar nicht gedacht. Der war dafür da, dass man jetzt weiterkommt. Naja, haben wir doppelt genutzt. Funktioniert auch. Also, Leiter hoch. Da hoch.